Wir sehen dich auch, wir hören dich auch, wir sehen auch deine Folien. Ich würde trotzdem gerne ein paar einleitende Worte sagen, vor allem auch für dich, damit du weißt, du bist ja jetzt gerade nicht hier. Ich habe vorher eine Kurzumfrage gemacht, ob sich Leute zutrauen würden, das Raumschiff in die korrekte Serie einzuordnen, ob das Original Series ist oder Next Generation oder Deep Space Nine. Und es haben sich 2,5 Leute immerhin zugetraut von den 50 Leuten, die hier sitzen. Also nur damit du weißt, du hast hier wohl kein Hardcore-Trekkie-Publikum vor sich, aber alle kennen natürlich das Franchise Star Trek. Die, die das Franchise kennen, kennen vielleicht sogar auch dich, Sebastian Stopp. Ist Medienwissenschaftler, Projektmanager und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsbibliothek Leipzig. Hat nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften, der Politikwissenschaften und der Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle promoviert oder wurde promoviert, und zwar zum Thema, tada, Star Trek. Star Trek als politische Utopie. Heute beschäftigen wir uns auch mit der Frage, ob Star Trek eine Friedensutopie ist. Und die 2,5 Leute, die sich hier gemeldet haben, haben vielleicht einen Hinweis gekriegt am Ende der ersten Staffel von Next Generation in the Neutral Zone, werden ja 3 kryogenisch eingefrorene Menschen wieder auferweckt, kommen sozusagen mitten in einen Konflikt der Zukunft hinein und sind total erschrocken, dass es kein Geld gibt, dass die Ansammlung von Reichtum etwas ist, was man gar nicht mehr braucht. Natürlich nicht. Man hat ja einen Replikator und bekommt alles. Es gibt kein Geld, es gibt kein Streben nach Reichtum, es gibt nur noch ein Streben nach Wissenschaft, nach Zusammenarbeit, und insofern könnte man das vielleicht auch friedlich nehmen. Aber gerade in der gleichen Folge ist natürlich auch ein Konflikt da. Da kommen die neutrale Zone ist natürlich eine zwischen Kriegsparteien. Es ist ein kalter Konflikt. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich Star Trek, zumindest Next Generation. Für die anderen Serien kann ich nicht so gut sprechen, weil ich die anderen nicht so oft und häufig gesehen habe auf Repeat wie die. Sebastian, es freut mich sehr, dass du uns da in die Welt mitnimmst. Star Trek, eine friedliche Zukunft? Fragezeichen. Bitte. Dankeschön. Ja, schön, dass ich zumindest virtuell bei euch sein kann. Es tut mir total leid, dass ich nicht live in Berlin sein kann. Ich hätte das unheimlich gerne gemacht, aber Covid hat leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich. Star Trek, eine friedliche Zukunft. Ich fange mal mit einem Bild an, was so gar nichts mit Star Trek zu tun hat. Sondern tatsächlich mit Frankreich. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub. Das ist Omaha Beach. Und Omaha Beach ist, wie viele wahrscheinlich wissen, die auch den Film Soldat James Ryan gesehen haben, der Strand, wo die Alliierten damals gelandet sind, um Frankreich von der deutschen Besatzung zu befreien. Das war ein ganz eindrückliches Erlebnis, dort einmal zu sein tatsächlich. Und auch zu sehen, wie präsent das heute immer noch ist dort in der Normandie und wie die Dörfer und die Einwohner dort immer noch die Alliierten als ihre Befreier feiern. Und das war auch ganz komisch, irgendwie an diesem Ort zu sein, wo man heute ganz normal badet und zu wissen, dass dort eine der blutigsten Schlachten stattgefunden hat, die im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Warum erzähle ich das? Weil keine 20 Jahre oder gut 20 Jahre nachdem die Invasion dort stattgefunden hat, Star Trek tatsächlich auf den Bildschirm in den USA kam. Also die Zeit ist noch gar nicht so lange her. Es ist damals dann ein viel kürzerer Abstand gewesen, als wenn ich zurückblicke, die Zeit, in der ich das erste Mal mit Star Trek in Berührung gekommen bin. Insofern hat das alles natürlich eine Verbindung zueinander, und wir sehen schon hier auf der Folie, Star Trek ist längst nicht mehr nur die Original Series, sondern besteht ja mittlerweile aus einem ganzen Portfolio aus
ganz verschiedenen Serien bis heute ist ja Star Trek wirklich eine der Serien, die weltweit immer noch in der Populärkultur unterwegs sind. Aber die Frage ist, wie friedlich ist eigentlich diese Zukunft in Star Trek? Ja, was kann man darüber erzählen, was kann man darüber sagen? Ich habe mal aus der Memory Alpha, das ist für diejenigen, die es nicht kennen, ein Wiki, was gepflegt wird von Star Trek-Fans, für Star Trek-Fans, wo alle möglichen Fakten aus dem Star Trek-Universum zusammengefasst werden in Wiki-Artikel, habe ich mal nur ein paar Kriege und Konflikte in Star Trek rausgeholt, rausgeschrieben, die also stattfinden werden, wenn man sich die Star Trek Zukunft einmal anschaut, also wirklich tatsächlich beginnt mit dem Dritten Weltkrieg 2053, was gar nicht mehr so weit weg ist tatsächlich. Und ich hoffe, dass Star Trek hier nicht recht behält tatsächlich und setzt sich dann eigentlich fort. Der Krieg zwischen Romulanern und der Erde, der Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen, der erste Krieg, dann der zweite Krieg, 100 Jahre weiter, die Besetzung von Bajor, der Krieg zwischen der Föderation und den Cardassianern und natürlich letztendlich auch der Krieg gegen das Dominion in Deep Space Nine. Also Star Trek scheint erfüllt zu sein von Kriegen und Konflikten. Und ich will ein paar rausgreifen und hier ein bisschen drüber erzählen, warum das so ist und was wir da eigentlich zu sehen bekommen. Nun, wenn man sich Star Trek anschaut, so ein bisschen das auch so chronologisch versucht abzureißen, ich versuche das mal so ein bisschen, also nicht nach der Serienchronologie zu gehen, sondern tatsächlich nach der Zeitchronologie. Dann fangen wir halt bei Star Trek Enterprise an. Es spielt also im Prinzip 2156, also gute 100 Jahre später jetzt als unsere Gegenwart. Die Erde ist vereint. Die Föderation ist noch nicht gegründet, aber man ist mit den Vulkaniern mittlerweile befreundet. Man ist im Krieg mit den Romulanern, man ist in so einem kalten Krieg mit den Klingonen. Und wenn man jetzt in der Star Trek-Chronologie weitergeht, dann wird das immer komplexer und diese Konflikte zwischen einzelnen Völkern brechen auf, gehen zurück wieder. Also jetzt 100 Jahre später bei der Original Series ist es so, dass die Klingonen mit der Vereinten Föderation der Planeten, die sich ja mittlerweile aus Vulkaniern, Andorianern und der Föderation gebildet hat, im Krieg sind. Es gibt ein, sagen wir mal, ein neutrales Verhältnis zwischen den Romulanern und der Föderation. Und Klingonen und Romulaner sind kurzzeitig sogar mal Alliierte, was sich dann wiederum bei der Next Generation ändert. Da sind dann die Klingonen diejenigen, die mit der Föderation verbündet sind und mit den Romulanern im Krieg sind. Die Cardassianer sind mit der Föderation im Krieg. Und wenn man da weitergeht, kommen die Borg hinzu, es gibt einen Friedensschluss mit den Cardassianern, aber der Dominion tritt als neue Kriegspartei auf. Und wenn wir dann übergehen zu Deep Space Nine, dann sehen wir, es wird immer komplexer. Klingonen sind irgendwann im Krieg mit der Föderation, mit den Cardassianern, mit den Romulanern. Irgendwann ist dann auch der Dominion War, der voll ausbricht und das Dominion ist im Prinzip mit allen irgendwann in einem Kriegszustand und es kommt sogar zu einer Allianz zwischen Romulanern, Klingonen und der Föderation. Was will ich damit zeigen? Ich will damit zeigen, dass es zum einen immer komplexer wird, was die Darstellung von Krieg angeht in Star Trek und auch von Kriegen und Konflikten angeht und zum anderen, dass es immer mehr Akteure auch im Star Trek-Universum gibt. Nun, um mal mit Thomas Hobbes anzufangen, im Naturzustand, wenn man so sagen will, sagt er halt, Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm sind die drei hauptsächlichsten Anlässe, dass die Menschen miteinander uneins werden. Das ist ja genau das, warum Thomas Hobbes in seiner politischen Philosophie dazu übergegangen ist, zu sagen, wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag, um halt bewaffnete Konflikte, Gewalt zu verhindern zwischen den Menschen untereinander. Und das ist letztendlich auch etwas, was sich in Star Trek immer wieder findet. Wenn wir hier ein Bild von dem Dritten Weltkrieg, der so stattgefunden haben soll, der erzählt wird in Star Trek immer wieder als
der Knackpunkt quasi, nachdem sich die Menschheit gesagt hat, so können wir nicht weitermachen, wir brauchen etwas Neues und infolgedessen ja die Föderation dann auch letztendlich über die Vereinte Erde erstmal gegründet wurde und dann die Föderation letztendlich auch. Der Dritte Weltkrieg wird erzählt als ein katastrophales Ereignis auf unserem Planeten mit einer nuklearen Eskalation, sodass also weite Teile der gesamten Erde dann hinterher in Schutt und Asche lagen. Und diejenigen, die vielleicht den Star Trek Kinofilm First Contact mal gesehen haben, der erste Kontakt, der erzählt ja genau von dieser Nachkriegszeit und letztendlich dann auch von dieser ersten Begegnung zwischen den Menschen und den Vulkaniern. Und dieser erste Kontakt, der ja auch letztendlich darauf beruht, dass die Menschheit in der Lage war, diese Warp-Technologie zu entwickeln und somit für die Vulkanier interessant wurde als Spezies tatsächlich. Und daraus entwickelte sich ja dann eine friedliche Allianz, die über Jahrhunderte andauern sollte. Dieser First Contact Day ist lustigerweise so populär geworden, dass es ja mittlerweile jedes Jahr gefeiert wird am 5. April, dass wir also dann in gut 40 Jahren also die Vulkanier treffen werden. Schauen wir mal, ob es dann wirklich auch so sein wird. Wissen wir noch nicht. Aber es hat sich halt dann diese Föderation der Planeten halt gebildet in der fiktionalen Star Trek Geschichte. Also eine Allianz von ganz unterschiedlichen Planeten und Kolonien. Man spricht von 150 Mitgliedern, von über 1000 Kolonien. Und es gibt ja diese Sternenflotte, die halt tatsächlich zwar militärisch organisiert ist, aber dann hauptsächlich doch zur Erforschung des Weltalls dienen soll, der Wissenschaft dienen soll, der Diplomatie dienen soll, letztendlich aber auch natürlich der Verteidigung dieser Vereinten Föderation der Planeten dienen soll. Und jetzt wird es interessant, weil wenn man jetzt in die einzelnen Star Trek-Serien und Folgen reingeht, wird man unglaublich viele Konflikte entdecken und ich will mal so 1, 2, 3, 4 daraus greifen. Vorher noch kurz einmal, ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen, das ist dieser Anfangstext der Charta der Vereinten Föderation der Planeten, wo nochmal eigentlich darauf abgezielt wird, dass man halt wirklich aus den Leiden, die Krieg hervorruft, halt wirklich eine bessere Welt schaffen möchte und deswegen halt diese Föderation gegründet hat. Ja, die Föderation, wie man hier sieht, im Alpha-Quadranten unserer Milchstraße lokalisiert und umgeben von natürlich ganz unterschiedlichen anderen Völkern, angefangen von den Klingonen, den Romulanern bis hin natürlich zu solchen Spezies wie die Borg, die dann im Delta-Quadranten weit entfernt sind, aber dann doch auch die Föderation bedrohen. Wenn wir mal einsteigen mit einer der neueren Serien, vielleicht kennt der ein oder andere das Star Trek Discovery. In der ersten Staffel gab es dann den Krieg zwischen den Klingonen und der Föderation mit der Battle of the Binary Stars als Auftakt eines tatsächlich sehr, sehr verlustreichen Angriffskrieges der Klingonen, die also der Föderation den Krieg erklärt haben. Und warum haben sie das gemacht? Der Führer der Klingonen hat halt hat ein Bedrohungsszenario aufgebaut, hat halt gesagt, diese Föderation, die versucht halt immer mehr halt sich auszudehnen unter dem vorgeblichen Aspekt, dass sie in Frieden kämen, sie würden halt tatsächlich aber alle Völker unterjochen wollen, ne? Assimilieren wollen. Sie möchten also auch die klingonische Kultur beseitigen und deshalb, um die Klingonen wieder zu vereinigen und zu neuer Stärke zu führen, fängt halt T'Kuma hier, der Klingone, einen Krieg gegen die Föderation an. Und die Föderation ist allerdings an der Eskalation dieses Krieges nicht ganz unschuldig, denn es ist dann kein geringerer als Michael Burnham, die aus ihrer eigenen Geschichte als Halbvulkanierin oder als auf Vulkan aufgewachsene Humanoide halt die Geschichte erzählt, dass die Vulkanier
damals in klingonisches Territorium versehentlich eingedrungen sind und die Klingonen sofort angegriffen haben. Und seitdem die Vulkanier immer sofort die Klingonen also angreifen. Sie sagen, also sie sagt tatsächlich, they said hello in a language the Klingons understood. Violence brought respect. Respect brought peace. Und sie ermutigt dann ihren Captain, den Klingonen ein Vulcan Hello zu geben, also als Erste tatsächlich präemptiv loszuschlagen. Und damit ist der Krieg entfesselt. Und wie sie herausstellen soll, in diesem Krieg ist das genau die falsche Strategie. Aber das eigentlich Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, wenn man sich anschaut, dass Star Trek Discovery erst vor ein paar Jahren tatsächlich auch auf die Fernsehbildschirme kam, sind diese Parallelen, die sich hier auftun, zum Beispiel zum aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, erschreckend nah beieinander. Und das ist das, was bei Star Trek immer wieder auftaucht, dass wir in Star Trek Sachen sehen, die wir in unserer Gegenwart eigentlich am liebsten gar nicht hätten. Kriege und Konflikte, die hier thematisiert werden in einer fast prophetischen Art und Weise tatsächlich. Der Krieg bei Discovery endet letztendlich nur damit, dass die Föderation sich tatsächlich noch auf ihre Werte besinnt und sie tatsächlich dann noch in letzter Minute in der Gestalt von Michael Burnham einen Völkermord an den Klingonen durch eine wirklich Massenvernichtungswaffe verhindern und nur so kann wieder Frieden hergestellt werden. Der aber der tatsächlich brüchig bleibt, was sich dann auch fortsetzen wird unter Captain Kirk und seiner Mannschaft. Da will ich eigentlich nur eine kleine Folge mal rausgreifen, weil das ist tatsächlich ein etwas, das sich anschließt an diese Geschichte, obwohl es eigentlich schon vor 60 Jahren im Fernsehen lief. Und es ist die Folge Errand of Mercy, wo Klingonen und die Enterprise auf dem Planeten Organia aufeinandertreffen und fast wieder in einen Konflikt kommen. Und es ist nur die Bevölkerung oder die Spezies der Organia, die auf diesem Planeten leben, die beide Konfliktparteien dazu geradezu nötigen, einen Friedensvertrag abzuschließen, der dann auch eine ganze Weile halten wird, also zumindest dazu führt, dass es eine neutrale Zone gibt zwischen den Klingonen und der Föderation und es sowas wie einen Waffenstillstand gibt. Und das ist ganz interessant, weil das natürlich im Kontext der 60er Jahre in den USA natürlich das widerspiegelt, was damals im Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion passierte. Ich gebe nur das Stichwort Kuba-Krise zum Beispiel, wo ja auch wirklich die Welt am Rande wieder eines heißen Konfliktes tatsächlich sich befand. Und genau das findet sich hier in dieser Folge Errand of Mercy wieder, dass also hier diese Sache in Star Trek erneut diskutiert wird. Wenn wir einen Sprung machen zur Next Generation, dann müssen wir uns auch anschauen, Next Generation lief ab 1987 in den USA im Fernsehen. Und das war 2 Jahre bevor tatsächlich auch der Eiserne Vorhang fiel und der Kalte Krieg endete. Und insofern war Star Trek auch damals schon wieder prophetisch, weil wir sehen hier tatsächlich einen Klingone inmitten der Mannschaft von Captain Jean-Luc Picard, nämlich mit Lieutenant Worf, weil es nämlich mittlerweile so war, dass Klingonen und die Föderation Frieden geschlossen haben. Captain Picard sagt es auch nochmal so schön, a lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. Das ist genau dieser Satz, der kommt in der neutralen Zone in dieser Folge, wo er Leuten aus unserem Jahrhundert erklärt, was sich alles verändert hat, tatsächlich. Und ja, es gab Frieden mit den Klingonen. Diejenigen, die Star Trek The Undiscovered Country als Kinofilmer gesehen haben, werden das gesehen haben. Der Friedensschluss zwischen Klingonen und der Föderation als Allegorie im Prinzip auf Glasnost und Perestroika. Der Film lief interessanterweise dann schon, als Next Generation längst im Fernsehen gestartet war. Und kann man also auch als Kommentar
zur damaligen Gegenwart verstehen, Anfang der 90er Jahre, wo ja auch selbst Historiker wie Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausgerufen haben, in voller Optimismus, dass nun die großen Konflikte beseitigt sein werden. Und so kam es auch in Star Trek dazu, dass es halt eine Föderation und eine föderations-klingonische Allianz gab. Natürlich auch immer sowas wie ein klingonischer Bürgerkrieg, der dann auftrat, der dann aber von Picard zum Beispiel auch erfolgreich vermittelt werden konnte. Und da zeichnet sich aus in Next Generation auch, was sich in der Original Series noch nicht ausgezeichnet hat, nämlich der Wille, personifiziert durch Picard als Captain, Konflikte nicht mehr mit Gewalt, sondern mit Diplomatie tatsächlich beizulegen, was in der ganzen Next Generation Serie eigentlich immer wieder gezeigt wurde, dass Picard jemand war, der hier versucht hat zu reden und nicht halt mit Waffen irgendwas erreichen zu wollen. Gleichwohl, auch hier picke ich wieder eine einzelne Episode raus, Chain of Command, ist es dann so, dass es einen Konflikt gibt zwischen der Föderation und den Cardassianern. Und es ist kein geringer als Picard, der dann hier von den Cardassianern gefangen genommen wird und tatsächlich gefoltert wird, um Aussagen zu erpressen. Und ich zeige nur mal so einen Screenshot, wo er hier also in so einem Befragungsraum tatsächlich hängt, nackt tatsächlich, mit den Händen nach oben. Und man sieht im Hintergrund, ist dann der Schreibtisch des Cardassianers, der ihn befragt, und darüber sind vier Lampen, die ihm direkt ins Gesicht strahlen. Also eine tatsächliche Situation, wie man sie tatsächlich auch in Befragungen kannte oder in den Erzählungen kannte, wie es in Guantanamo Bay zum Beispiel ausgesehen haben muss. Also der Konflikt zwischen den Cardassianern und der Föderation, der führte dann zum Beispiel zu dem Aufstand der Maquis, einer Gruppe von Aufständischen, die halt gegen diesen Waffenstillstand, der geschlossen wurde zwischen Cardassianern und der Föderation, dann opponierte. Aber er führte auch zum Beispiel zum Ende der Besetzung von Bajor. Es kamen dann kleinere Grenzkonflikte, es gab bleibende Spannungen, was uns dann alles zu Deep Space Nine tatsächlich auch führt, wo diese Sachen weitergesponnen werden und die Konflikte mit Bajoranern, mit Cardassianern und der Föderation weiter eine Rolle spielen. Und da ist es natürlich auch so, dass es mit dem Dominion War einen ganz, ganz großen Krieg gibt, der in der Serie dann tatsächlich auch über anderthalb Staffeln, glaube ich, über zwei Staffeln hinweg, glaube ich, sogar thematisiert wird, der anfängt mit einem kalten Krieg, der anfängt mit kleineren Konflikten zwischen Klingonen, zwischen Cardassianern und der Föderation, bis dann tatsächlich ein wirklich großer Krieg zwischen der Föderation und dem Dominion ausbricht und die Romulaner in diesem Konflikt erstaunlicherweise neutral bleiben und sich sehr, sehr zurückhalten. Und dieser Krieg führt tatsächlich dazu, dass in der Serie die Vertreter der Sternenflotte und der Föderation ihre Werte und ihr Dasein tatsächlich auch ernsthaft hinterfragen. Es gibt so ein schönes Zitat hier von Benjamin Sisko, dem Kommandanten von Deep Space Nine, der sagt, der diese Kriegsführung des Dominion kommentiert, die sich durch verdeckte Operationen, durch Agenten und sowas also Zwietracht sehen, zum Beispiel zwischen den Klingonen und den Cardassianern. Und er sagt, Klingon against Cardassian, Federation against Klingon, the more we fight each other, the weaker we will get and the less chance we have against the Dominion. Und das ist genau das, was er ausdrücken möchte. Dieses, dass jeder gegen jeden dann wieder Krieg führt, das spiegelt wieder diesen Naturzustand wieder, den Thomas Hobbes thematisiert hat. Und der letztendlich dann dazu führt, dass der große Krieg und wirklich ein bewaffneter Krieg ausbricht. Und das Blatt wendet sich erst
als die Romulaner auf Seiten der Föderation und der Klingonen tatsächlich in den Krieg eintreten. Und das tun sie nur, weil Sisko tatsächlich selber eine verdeckte Operation durchführt. So eine Operation unter falscher Flagge, die dazu führt, dass die Romulaner annehmen, dass sie selber angegriffen werden vom Dominion und dadurch in den Krieg eintreten. Und erst dadurch kann es dazu führen, führt es dazu, dass die Föderation mit den Klingonen und den Romulanern das Dominion tatsächlich auch besiegen kann und im Vertrag von Bajor dann ein Friedensschluss tatsächlich erzielt werden kann. Und auch hier ist es so, dass das tatsächlich auch alles hinterfragt wird. In Time of War, the law falls silent, zitiert Julian Bashir hier Cicero und sagt, so is that what we have become? A 24th century Rome driven by nothing other than the certainty that Caesar can do no wrong. Also ist tatsächlich die Frage hier nach den Idealen der Föderation und was hier eigentlich noch tatsächlich eine friedliche Utopie ist oder was nicht. Ja, ist Star Trek tatsächlich eine friedliche Zukunft? Nach dem, was ich jetzt so einfach rausgegriffen habe, sieht es ja nicht danach aus, dass es tatsächlich eine friedliche Zukunft ist, sondern dass sie eine Zukunft zeigt, die von Konflikten nur so erfüllt ist. Das ist deshalb so, weil Star Trek uns tatsächlich einen Spiegel vorhalten möchte. Alles das, was wir in Star Trek sehen, bis heute zu sehen bekommen, reflektiert unsere Gegenwart und Teil dieser Spiegelung sind eben auch Kriege und Konflikte unserer Zeit. Angefangen tatsächlich vom Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion zur Zeit des Original Series über die etwas optimistische Zeit der Next Generation bis hin heute zu den neueren Serien, die eben unsere Zukunft und unsere Gegenwart auch wieder, unsere Gegenwart halt wieder auch reflektieren. Und deshalb präsentiert uns Star Trek eben kein wirkliches Paradies, kein Utopia in dem Sinne, dass wir sagen, dort ist alles Friede, Freude, Eierkuchen tatsächlich, sondern Star Trek zeigt uns eher eine etwas fragile Zukunftsvision, insbesondere in den neuen Serien. Und wer Discovery verfolgt hat, wird sehen, dass auch die Föderation keineswegs etwas ist, was stabil ist, sondern was auch von Zerfall geprägt sein kann. Und was möchte Star Trek uns damit eigentlich sagen? Ja, dass wir für unsere Ideale tatsächlich einstehen sollten und es besser machen sollten. Oder wie Picard sagt, the challenge is to improve yourself, to enrich yourself. Und zwar konstant, und zwar die ganze Zeit. Und Picard ist auch jemand, der weiß, dass selbst zu seiner Zeit nicht alles tatsächlich perfekt ist. Oder wie Michael Burnham es ausdrückt nach der ersten Staffel, als sie den Krieg mit den Klingonen beenden kann. We have to be torchbearers, casting the light, so we may see our path to lasting peace. We will continue exploring, discovering new worlds, new civilizations. Yes, that is the United Federation of Planets. Also tatsächlich zurückzukommen zu diesem friedlichen Miteinander, das immer anstreben zu wollen, das ist tatsächlich so die Essenz, die Star Trek uns zeigen möchte, auch wenn wir sehr viele Konflikte dort präsentiert bekommen. Und ein Zitat lasse ich noch los auf euch, weil es sagt Harry Kim so schön, maybe it is not the destination that matters, maybe it is the journey. Insofern sollte Star Trek für uns alle vielleicht ein Anreiz sein, Kriege und Konflikte beizulegen und tatsächlich für eine friedlichere Zukunft friedlich zu kämpfen, damit es halt wirklich tatsächlich später mal halt nicht solche Kriege und Konflikte gibt. Und das ist eigentlich genau diese Reise, auf der wir uns befinden sollen. Und damit möchte ich eigentlich auch jetzt schon enden. Bedanke mich. Live long and prosper. Ja.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich werde die Fragen hier immer wiederholen, weil aus technischen Gründen, wir sind dann doch noch nicht utopisch so weit, dass du auch alle sehen und hören kannst. Wir haben daran gearbeitet, aber ein Laster ist nicht rechtzeitig gekommen mit der Technik. Vielen, vielen Dank. Also habe auch zwischendurch schon eine Zwischenfrage kam auch schon. Ich sammle dann noch weiter, dann stelle ich erstmal die eine Frage bei Star Trek, weil das noch nicht so ganz klar war. Ist Star Trek, also die Sternenflotte, ist das alles militärisch dann organisiert? Also ist unsere Zukunft sozusagen durchmilitarisiert oder gibt es auch Zivilisten, und wenn ja, kommen die auch in diesen Serien einfach nur nicht so deutlich vor, weil man hört ja immer von Captain und Commander und Subcommander und was weiß ich, Lieutenant Commander, das sind alles so militärische Ränge. Ja, vielleicht noch die Frage. Also müssen wir uns so organisieren, so hierarchisch, militärisch, damit wir in so eine Utopie kommen? Das ist natürlich auch eine unangenehme Vorstellung für manche. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil da ist Star Trek nicht so eindeutig. Zum einen gibt es halt diese militärische Organisation, was sich also auch ganz klar so aus der Tradition der Marine und sowas herleitet, auch so ein bisschen aus der Royal Navy, also auch so dieses im Prinzip dieses Erforschen und Entdecken neuer Welten entstammt ja letztendlich so auch aus dieser Seefahrertradition. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch auf den Schiffen ziviles Personal. Es gibt den Vater von Benjamin Sisko, dem Commander von Deep Space Nine, der auf der Erde halt sein Restaurant zum Beispiel betreibt und offensichtlich gar nichts mit sowas allem am Hut hat. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so, dass selbst Wissenschaftler, also Naturwissenschaftler auf der Enterprise zum Beispiel, durchaus dann Uniform tragen und militärischen Rang haben. Also da ist Star Trek nicht so ganz eindeutig tatsächlich. Es gibt Zivilisten, es ist aber sehr, sehr stark von dieser Hierarchie auch tatsächlich geprägt. So, während ich, genau, eine Frage, sollen wir, Moment, genau, ich muss ja eh wiederholen, genau. Genau, also hier kam gerade die Frage, auf, ob Star Trek vielleicht Dinge noch nicht ganz zu Ende durchdacht hat. Wie ist das denn in einer Welt ohne Geld? Also wenn das halt nicht mehr das Streben ist, auch wenn wir dann sowas haben wie Replikatoren und sonst wie, und praktisch eine Welt auch ohne Kapitalismus, das ist hier jetzt ganz explizit gefragt worden, ist das durchdacht? Wird das thematisiert? Was ist denn eine alternative Wirtschaftsform? Wird das in irgendeiner Weise aufgegriffen in Star Trek? Ja, das wird aufgegriffen. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass in der Föderation halt Gewinnstreben, Geld keine Rolle mehr spielt, was sicherlich damit zusammenhängt, dass es ja auch diese berühmt-berüchtigten Replikatoren gibt. Also sprich, ich kann alles replizieren, was ich möchte. Ich muss es nicht irgendwie kaufen. Es gibt auf der anderen Seite dann natürlich die Völker wie die Ferengi zum Beispiel, die dann aber immer noch den Kapitalismus halt hochhalten und mit denen die Föderation auch Handel treibt. Und da gibt es dann auch immer noch so eine Art Währung, das bei Deep Space Nine eine ziemlich große Rolle spielt. Da gibt es Glücksspiele auch, dann bei Quark in der Bar. Ja? Das goldgepresste Latinum. Genau, goldgepresstes Latinum. Also das ist tatsächlich, wo man dann sagt, innerhalb der Föderation spielt es keine Rolle mehr, außerhalb ist es dann schon so noch, dass es das gibt. Das ist aber jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich, weil also es gibt, wenn man sich klassische Utopien mal anschaut, und also gerade zum Beispiel Utopia von Thomas Morus als die klassische namensgebende Utopie, und auch da ist es so, dass Morus das eine Gesellschaft entwickelt, wo es innerhalb der Gesellschaft keine Rolle mehr spielt, Geld zu haben oder Reichtümer zu besitzen.
dass die Utopier aber tatsächlich mit anderen Völkern immer noch Handel treiben und da dann auch Geld einsetzen. Also das, da hat sich Star Trek natürlich so ein bisschen auch bei den klassischen Utopien bedient. Ja, danke, das ergibt total Sinn. Ich glaube, bei Moris ist ja auch so ein Shaming, Gold-Shaming, dass das sozusagen, wenn man sich mit Gold behängt, ist das total albern. Also da ist ganz viel Gold, aber da wird es ja eher über dieses moralische, über dieses gesellschaftliche Ächten eigentlich von einer Anhäufung und vielleicht ist bei, also das, was du ja zitiert hast, Next Generation ähnlich. Also man könnte es zwar tun, aber das wäre dann eher sozusagen lächerlich, also warum eigentlich? Ja, danke schön. Ja, da hinten. Willst du das Mikro haben? Nee. Okay, hier war eine sehr lange, auch sehr, sehr Insider. Vielen Dank, eine super interessante Frage. Eigentlich drei. Ich versuche es jetzt auch mal auf drei Fragen aufzusplitten und vielleicht kannst du es dann jeweils einzeln beantworten. Die eine Frage ist, ob nicht das Streben nach Geld eigentlich mit einer anderen Sache ersetzt wird, nämlich durch eine Form der Mediokratie, der Reputation. Also man hat dann eben anderweitig Ansehen oder man muss irgendwas können oder was machen oder eben besonders begabt sein in die eine oder andere Richtung. Also wird das nicht einfach nur ersetzt? Wird das, also spielt das auch eine Rolle bei Star Trek? Vielleicht erstmal die Frage, bevor wir auf die anderen beiden noch eingehen. Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Also dieses Prestige ich drücke es mal anders aus. In Star Trek wird aber eigentlich tatsächlich sowas hervorgehoben wie jeder nach seinen Fähigkeiten. Also jeder hat quasi einen Platz auf der Enterprise, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, und eine Aufgabe und eine Funktion, die er erfüllen muss oder erfüllen darf, um halt der gesamten Gesellschaft oder dieser Mikrokosmos auf dem Schiff halt zu dienen. Und wenn das halt nicht funktioniert, wie so kleine Rädchen, die ineinander greifen, dann funktioniert die gesamte Gesellschaft nicht. Also insofern ist es nicht unbedingt ein Streben nach maximaler Anerkennung, sondern tatsächlich eher eine Wertschätzung im Sinne von jeder wird gebraucht, damit diese Gesellschaft funktioniert. Das sieht man ganz schön, also wenn man ein bisschen Star Trek-Fan ist, kennt man vielleicht die Figur des Lieutenant Barclay, der halt so ein bisschen aus der Rolle fällt in Next Generation, der aber natürlich dann auch seinen Platz in der Gesellschaft wiederfindet. Und auch was so ganz interessant ist zu sehen mit der neuen Animationsserie Lower Decks, die jetzt gerade ja auch läuft in der dritten Staffel über Amazon Prime, wo sich ja Star Trek sehr, sehr selber stark auf die Schippe nimmt, indem sie halt tatsächlich ein Raumschiff mal zeigen, was halt für sogenannte Zweitkontakte zuständig ist, also quasi den üblichen Krams erledigen müssen, wenn also die prestigeträchtigen Raumschiffe dann den Erstkontakt gemacht haben. Aber auch die haben ihre Berechtigung im Star Trek-Universum, wie man halt in dieser Serie aussieht. Also insofern würde ich nicht sagen, es geht nach maximalem Ansehen, Streben, sondern tatsächlich so, dass jeder auch seine Funktion, eine Aufgabe, eine Erfüllung halt findet in der Gesellschaft.
Die zweite Frage war, ob sich Star Trek auch nur die kulturellen Dissensen ausgesucht hat, die man halt mit Reden auch begleichen kann. Also es gibt ja eigentlich diesen Universal-Translator, der ja bis auf eine Folge bei Next Generation, wo auch der Universal-Translator ja nicht hilft, auch sonst immer wirkt, um Konflikte zu lösen. Werden da auch mal solche grundlegenden Differenzen dargestellt, also Spezies, andere Völker, die zum Beispiel, was wurde hier gesagt, ja, kleine Kinder von uns fressen würden, also so Fleischfressende, wo man gar nicht eigentlich mit Reden dann verhandeln könnte. Wird sowas auch thematisiert oder wird eigentlich immer nur ein Konflikt gezeigt, der mit Reden beantwortet werden kann? Gibt es da auch Konflikte, die tatsächlich anderweitig thematisiert werden? Also ja, es gibt solche Konflikte, wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Konflikt zwischen der Föderation und den Borg, wenn man den mal nehmen möchte. Das ist jetzt kein klassischer Krieg in dem Sinne, sondern das ist ja eher so ein andauernder Konflikt, und die Borg sind ja eher so die Antithese dieser Föderationsgesellschaft, wo halt tatsächlich jeder nur wirklich eine nichtssagende Drohne ist, die halt Teil eines großen Ganzen ist, also ein sehr, sehr faschistoides System im Prinzip, die Borg repräsentieren, wo man mit Reden ja tatsächlich nicht wirklich weiterkommt. Das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel in Star Trek, wo eigentlich man nicht mehr auf Reden setzt. Wo sogar die Borg erkannt haben, dass sie eigentlich einen Redenden brauchen und dann einen Locutus sich heranholen. Jetzt geht es sehr stark in eine Star Trek-nerdige Richtung. Du hast Q gar nicht erwähnt, eine praktisch allmächtige Kreatur, die eigentlich sofort in der Lage wäre, alle Kriege auch zu beenden oder auch zu schüren. Welche Rolle spielt denn so etwas, weil das natürlich ja in diesen Konflikten... Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also Q ist ja so eine Art gottgleiches Wesen, wenn man so möchte. Und da könnte man jetzt aus einer religiösen Perspektive heraus ohnehin die Frage stellen, warum verhindert Gott eigentlich nicht sämtliche Konflikte und Kriege auf der Erde? Warum tut er das nicht, wenn er doch so friedliebend ist? Und ich glaube, die gleiche Frage kann man bei Q auch stellen. Es ist, glaube ich, einfach... gar nicht die Rolle von Q, dass alle in einer friedlichen Welt leben, sondern Q lässt alle anderen so gewähren, wie sie halt ja sich verhalten wollen tatsächlich. Q ist so ein bisschen tatsächlich so wirklich so eine Art gottgleiches Metaphysikum, was sich in Star Trek so manifestiert und deswegen auch immer so außerhalb eigentlich der ganzen Konflikte, die sich zwischen der Föderation und der anderen Rassen abspielen, sich da eigentlich mehr oder weniger raushält tatsächlich. Bei Q geht es eher um andere Sachen. Bei Q geht es eher tatsächlich so um diese Diskussion. Das ist ja so das, was so die Next Generation so einklammert tatsächlich so. Ist die Menschheit eigentlich tatsächlich, hat sie sich wirklich fortentwickelt oder hat sie sich nicht fortentwickelt? Und das wird so aus dieser Perspektive eines fast allmächtigen Wesens tatsächlich so ein bisschen diskutiert. Das ist dann eigentlich schon eine Ebene drüber. Ja, da ist noch eine Frage.
Du wirst es jetzt wahrscheinlich nur ganz leise gehört haben, weil wir nur das Laptop, den Laptop-Mikro da haben. Es geht darum, um diese bekannten, also diese neuen Serien, die du jetzt ja auch erwähnt hast, sind die eigentlich dann noch Star Trek, also auch mit diesem gleichen Anspruch? Also sind die nicht eigentlich nur handlungstreibende Effekthaschereien, die eigentlich in diesem Universum spielen und halt schicke Bilder machen? Ist dieser utopische, auch politische Anspruch, den du ja da beschrieben hast, immer dieses Gleichnis bei TOS mit dem Kalten Krieg und auch Next Generation, dieses versöhnliche, utopische, bei den Neuen genauso gegeben? Oder würdest du auch sagen, also gibt es da einen Unterschied? Würdest du einen Unterschied machen zwischen TOS, TNG und dann den späteren, die dann kommen? Ja, also man muss generell, glaube ich, sagen, die neuen Serien, was letztendlich auch so ein bisschen mit der Fernsehökonomie zusammenhängt, werden natürlich ganz anders erzählt als die alten Serien, was mit unseren Sehgewohnheiten zusammenhängt. Ich muss tatsächlich gestehen, als ich damals das erste Mal Discovery geguckt habe, kam mir auch in den Sinn, das ist doch kein Star Trek. Hat mich dann aber erinnert, dass ganz viele Leute, die die Original Series gesehen haben und damit aufgewachsen sind, bei der Next Generation auch gesagt haben, das ist kein Star Trek, sondern nur Kirk ist Star Trek. Ich habe das dann ein bisschen sacken lassen tatsächlich, und das läuft ja jetzt auch schon ein bisschen, Discovery und auch Picard, die neuen Serien laufen, und doch tatsächlich würde ich sagen, es ist immer noch Star Trek, aber tatsächlich Star Trek, was unsere Post-2001-Welt tatsächlich doch repräsentiert, also tatsächlich eine etwas, sage ich mal, pessimistische Sicht auf die Welt und auf die Entwicklung der Welt. Nicht mehr dieser sprühende Optimismus, der in der Next Generation vorherrschte, sondern tatsächlich eher etwas Düsteres. Aber ich glaube, das ist auch so, wie die Welt gerade eher von uns allen wahrgenommen wird. Also eher düster und weniger optimistisch. Und zum anderen werden dort aber immer noch aktuelle Sachen verhandelt. Also wie gesagt, mit dem Krieg zwischen Klingonen und der Föderation habe ich das versucht ein bisschen anzureißen. Das ist aktueller denn je, solche Geschichten. Das reflektiert ja letztendlich auch so ein bisschen dieser Rückzug von Trumps Amerika auf sich selber. Ne? Dieses Amerika comes first, das findet sich da in dieser Rhetorik der Klingonen halt auch wieder. Es ist eigentlich auch so, dass dann eigentlich durch diese Diskussion mit diesem Krieg und ob das alles so richtig ist in Discovery, tatsächlich ja auch diese Utopie neu verhandelt wird, was man dann auch später sieht in den späteren Staffeln, wo ja dann auch die Discovery weit in die Zukunft noch geht und feststellen muss, dass es die Föderation als solches gar nicht mehr gibt und die Idee halt neu aufgebaut werden muss. Oder halt bei Picard in der ersten Staffel, wo es halt um die Diskussion geht, wie geht man mit künstlichen Lebensformen um und wie geht man mit Romulanern um. Ne? Also das setzt ja auch das fort. Ich habe gesagt, der Dominion-Krieg führte dazu, dass sich die Romulaner und die Föderation annäherten. Und dann wird ja in Picard thematisiert die Explosion der Supernova im romulanischen Sternensystem, was das gesamte romulanische Imperium zur Destabilisation gebracht hat. Mit vielen Flüchtlingen, mit einer riesen romulanischen Diaspora, die nun also auch, wo die Föderation auch helfen sollte und wo Picard letztendlich auch an seiner Föderation tatsächlich verzweifelt, weil er auf einmal sieht, dass diese Föderation offensichtlich gar nicht helfen will. Also auch das sind ja alles Sachen, die bei uns thematisiert und diskutiert werden. Flüchtlingsströme, Flucht vor Gewalt und Krieg und wie man damit umgeht. Und das alles findet sich da auch wieder. Ja, vielen Dank. Wir haben nur noch anderthalb Minuten, aber vielleicht, da wir auf einer InformatikerInnen-Konferenz sind, da doch die Rolle der Technik, du hast es angedeutet bei Picard, die Rolle Lebensform, künstliche Intelligenz und andere, also wir haben ja einen selbstdenkenden Computer dort, wir haben sehr viele Technik. Welche Rolle spielt die denn, also wie wird die thematisiert? Also die scheint einfach nur da zu sein, aber wird da auch mal was behandelt, mit welchen Einfluss eigentlich diese Technikentwicklung hat? Wenn du das in anderthalb Minuten nochmal zusammenfassen kannst, die Rolle der Technik bei Star Trek.
Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ja, es wird thematisiert. Also zum einen, ich hatte es kurz angedeutet, ist ja diese Entwicklung des Warp-Antriebs ja überhaupt erstmal eigentlich die Schlüsseltechnologie, damit die vereinte Erde überhaupt interessant wird für andere Spezies und damit sich überhaupt sowas wie diese ganze Föderation entwickeln kann. Also das ist ein Punkt zum Beispiel, wo Technik eine wesentliche Rolle spielt, um diese Föderation überhaupt zu gründen und wo man ja auch dann später in Discovery sieht, dass wenn dieser Warp-Antrieb auf einmal nicht mehr da ist, wie dann auch alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt tatsächlich. Also Technik spielt insofern eine wichtige Rolle bei Star Trek, weil es die Basis für diese Gesellschaft natürlich bildet. Nichtsdestotrotz wird Technik aber auch immer als Gefahrenmomentum in Star Trek behandelt. Ne? Also das geht schon in der Original Series los, Computer ist immer ein bisschen, also schwierig. Ne? Es gibt einige Folgen, wo Computer quasi also Amok laufen und bedroht werden. Da ist immer noch die Maxime, dass also der Mensch immer die Technik beherrschen muss. Aber auch das ist ja ein Thema, was sich zum Beispiel auch immer noch in Discovery zum Beispiel dann wieder thematisiert wird, wo es dann um eine künstliche Intelligenz geht, die halt der Geheimdienst der Föderation nutzen will, um Bedrohungen auszuschalten und die dann auch auf einmal wild läuft. Und das ist ja auch jetzt gerade ein brandaktuelles Thema mit künstlicher Intelligenz, wie weit die uns nützlich sein kann oder ob die uns auch einmal auf einmal bedroht, dass wir also quasi hier der Zauberlehrling sind und die Geister dann hinterher nicht mehr beherrschen können, die wir gerufen haben. Also ja, Technik spielt eine große Rolle bei Star Trek, aber immer in dem Sinne, dass es die Basis quasi liefert für alle Erzählungen und alle Diskussionen und Geschichten um die Gesellschaft in Star Trek herum. Das heißt eigentlich keine technische Utopie, sondern eine gesellschaftliche Utopie und ein politisches Bild, ein Spiegelbild. Vielen Dank, Sebastian Stoppe.